Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen weiteren NYX-Adventskalender für dich und zwar ist es der Diamonds and Ice Please Lipstick-Adventskalender. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Auf diesem Adventskalender steht explizit drauf, dass sich hier nur Lippenstifte drin verbergen werden. Wir haben insgesamt tatsächlich 12 Kläppchen, also das ist der Adventskalender, der halt Weihnachten beginnt und bei den Heiligen Drei Königen aufhört, also quasi die Zeit, wo die Heiligen Drei Könige den Stern gesehen haben, den Stern von Bethlehem, bis sie halt beim Jesuskind eingetroffen sind. Und ja, hier sind 12 Kläppchen, die wir jetzt einfach mal zusammen öffnen werden. Auch in diesem Video wird es eine Verlosung geben, was es zu gewinnen gibt und was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen. Sage ich dir im Laufe des Videos, beziehungsweise es steht unten in der Infobox, was du tun musst, um daran teilzunehmen. Genau. Los geht's mit der Nummer 1. Die haben wir hier oben. Okay. Und hier haben wir ein Buttergloss. Das ist jetzt tatsächlich auch schon der dritte NYX Adventskalender, den ich mir geholt habe, weswegen ich diesen Buttergloss eigentlich auch schon da habe, glaube ich jedenfalls. Angel Food Cake ist hier die Bezeichnung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das eine Full Size ist oder ob das hier Reisegrößen sind, weil der erscheint mir doch recht klein. 4,7 Milliliter. Jo. Wir gucken uns die Nummer 2 an. Sind hier nur Soft Matte Lip Creams drin? Keine Ahnung. Wobei, das war ja gerade ein Buttergloss? Ah, okay, Buttergloss. Buttergloss ist ein Buttergloss, genau. Das ist nur ein Lipgloss quasi. Und das hier ist eine Soft Matte Lip Cream, genau. Das ist ein bisschen dickflüssiger und hier haben wir auch wieder 4,7 Milliliter drin. Und das ist die Farbe Sao Paulo. Ja, schön ist es auf jeden Fall, ne? Ich swatch den mal. Ich weiß jetzt nicht. Kann sein, dass ich vielleicht diese Farbe schon habe oder sie schon geswatcht habe. Ich hoffe nicht. Aber es sieht schon schön aus. Also das ist ein ganz, ganz toller, tragbarer Ton, finde ich. Ne? Der leuchtet in der Kamera jetzt deutlich mehr, als er es in der Realität tut. Ich finde ganz nett. Die Nummer 3. Also einfach zu finden sind die Kläppchen auf jeden Fall. Okay, ja. Das hier ist ein Lippenöl. Das haben wir, ich glaube, mehrfach in allen Adventskalendern drin. Hashtag This is Everything. Auch wieder 4,7 Milliliter. Und das ist die Farbe Sheer. Ja, einfach zur Lippenpflege, ne? Wenn man so viele Lippenprodukte ausprobiert, sage ich mal, braucht man sowas. Die Nummer 4 haben wir direkt daneben. Okay, wir haben hier doch noch Lippenstifte drin. Ich hatte schon gedacht, haben wir jetzt hier nur Lipglosse und Soft Matte Lip Creams drin. Das ist der Matte Lipstick mit 1,8 Gramm in der Farbe Natural. Auch das ist eine schöne, tragbare Farbe. Ich muss aber gestehen, auch wenn ich das gut finde, wenn wir in Adventskalender tragbare Farben drin haben, dass es alles sehr langweilig bislang erscheint. Weil es ist irgendwie der gleiche Kram die ganze Zeit, ne? Die Nummer 5. Ja, das muss natürlich auch sein. Wir haben hier auch ein klassisches Rot mit dabei. Das ist halt Adventskalenderrot, ne? Das gehört da irgendwie mit bei. NYX Liquid Suede Cream Lipstick mit 1,2 Millilitern. Und das ist dieser hier. Jo, das, ich mag die Textur nicht so gerne. Kitten Heels ist da die Farbbezeichnung. Dann haben wir hier die Nummer 6. Ah, hier haben wir wieder ein Buttergloss drin. Das ist eine schöne Farbe tatsächlich, auch wieder was sehr Natürliches in der Farbe Praline. Den dürfte ich aber tatsächlich schon haben, glaube ich. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ist auf jeden Fall eine schöne Farbe. Die Nummer 7 ist ein Liquid Suede Cream Lipstick wieder mit 1,2 Millilitern in der Farbe Tea and Cookies. Jo. Es wird hier ein sehr, sehr kurzes und knackiges Unboxing. Wir sind jetzt nämlich schon bei der Nummer 8. Genau, und hier kommt das zweite Lippenöl zu uns. Das ist das Hashtag This is Everything Lippenöl mit 4,7 Millilitern in der Farbe Sheer Lavender. Aber auf den Lippen ist es ja nicht so farbintensiv. Die Nummer 9. Was ist das? Ein Buttergloss, genau. Und das ist die Farbe Tiramisu. Das ist sehr witzig, denn tatsächlich habe ich diesen hier, den hatte ich in einem anderen Adventskalender, schon einer Freundin gegeben. Das ist Karma, jetzt habe ich ihn wieder. Ja, der ist tatsächlich, ne, von der Farbe her, reiht er sich wirklich zu dem ein, was wir hier im Farbspektrum haben. Es ist eigentlich relativ öde, aber es ist alltagstauglich, ne? Ob man jetzt 12 davon in verschiedenen Texturen braucht,
sei jetzt mal so dahingestellt. Ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass wir vielleicht auch ein bisschen was anderes mal mit dabei haben. Andererseits freue ich mich, dass es halt Farben sind, die man tragen kann, ne? Das ist die Nummer 10 jetzt hier. Hier haben wir wieder einen Matt-Lipstick drin. Also farbtechnisch, ne? Sehr ähnlich alles. Hier haben wir auch wieder 1,8 Gramm. Whipped Caviar ist da die Farbbezeichnung. Das ist ein schönes Nude auch wieder. Alles Nude hier, ja. Die Nummer 11. Eine Soft Matte Lip Cream. Und das sind 4,7 Milliliter von der Farbe Roam. Das ist ein schönes, dunkles Mauve. Ja, würde ich schon sagen, ne? Und last but not least haben wir hier die Nummer 12. Das ist auch wieder ein matter Lippenstift. Dieses Mal ein Perfect Red steht hier als Farbbezeichnung drauf. 1,8 Gramm. Auch wieder so eine kleine Größe. Ist ein schönes Rot. Von allen 5 verschiedenen Varianten, rein, wie auch immer, habe ich euch auch 5 Stück rausgesucht. Da habe ich hier einmal das Lippenöl. Dann habe ich hier eine Soft Matte Lip Cream in der Farbe Roam. Dann habe ich einen matten Lippenstift in der Farbe Perfect Red. Ein NYX Liquid Suede Cream Lipstick in der Farbe Tea and Cookies. Und ein Buttergloss in der Farbe Angel Food Cake. Das sind die 5 Produkte, die du in diesem Video gewinnen kannst. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Wenn dieser Adventskalender sich lohnen sollte, müsste ja ungefähr 3 Euro wert pro Kläppchen drin gewesen sein. Ich sag mal so, es sind tragbare Farben, was den Adventskalender relativ langweilig macht. Aber es sind schöne Farben, weil es eben tragbare Farben sind. Würde ich denen empfehlen? Ich weiß nicht. Lippenverrückten Ladies auf jeden Fall. Ich persönlich fahre da jetzt nicht so tierisch drauf ab, aber es sind schon schöne Farben mit dabei. Also muss ich wirklich sagen, ne? NYX hat auch eine schöne Lippenstiftqualität. Dementsprechend beschwere ich mich da nicht. Aber es war eigentlich so ein Kauf. Hey, cool, da gibt es einen neuen Adventskalender. Den hole ich mir mal. Aber er haut mich nicht vom Hocker. Merkt man, glaube ich, ne? Und das war's auch schon mit dem Video. Ja, denn wir haben ja nur 12 Kläppchen zu öffnen gehabt. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!